Wenn ich aber einigermaßen Wetter haben, aber bloß mit dem Regen, das war ein bisschen zu wenig. Da. Das hätte mehr sein müssen. So, jetzt die Tage aber nochmal kräftig. Am Donnerstag? Oh, das war nicht viel. Das war nicht viel. Ja, das stimmt schon. Mit dem Regen ist es sowieso die letzten Jahre zu wenig gewesen. Ja, das geht merkt schon die ganzen schon deutlich. Jahre. Ja, ja. Das geht schon die ganzen Jahre. Mhm. Was ist? Hochreden. Wir können 10. loslegen. Starten 1, 2, 3, 4, 5. Geht's noch? Ja. Na, ihr wollt wohl hier prüfen, ob ich noch zählen kann, wa? Na, das ist ja das Allerletzte. Nein, Sie können jederzeit anfangen, Herr Ilse. Wir sind soweit. Sehe ich denn das rote Licht schon? Rein theoretisch, ja. Also Ihre Kamera ist drauf. Die Kamera ist offen, ja? Also, liebe Magdeburger, nach längerer Zeit mal wieder im OK, MD. Mir wurde gesagt, das Licht brennt, die Kamera wäre auf Vordermann, ich könnte sprechen. Das ist doch schon was. Zunächst möchte ich euch erstmal begrüßen. So, und dann habe ich mitgebracht, natürlich auch vorneweg gefragt, ob wir das dürfen oder nicht dürfen und so. Und da wurde gesagt, wir dürfen das. Also, hier Sekt und so, das kommt ja nun nicht jeden Tag vor im offenen Kanal, dass da Sekt getrunken wird. Vor der Kamera noch. Also. Und wir sollen das aber so machen, dass man die Firma nicht sieht, obwohl man diesen Sekt bei uns hier wirklich sehr, sehr schwer kaufen kann. Ja, auch in den Läden, die dafür prädestiniert sind, ist der Sekt nicht immer vorhanden. Ich kann euch trotzdem mal die Marke nennen. Das ist Sowetskoje, Champanskoje, Polosladkoje. Also sowjetischer Sekt, halb süß. Ich habe das trotzdem aber hier hingestellt, damit es nicht damit die Flasche Sekt oder die Marke nicht einen Stein des Anstoßes bildet und so. Ne? Ist ganz klar. So, dann wollen wir mal probieren, ob wir das hier aufkriegen und einen Schluck Sekt trinken können auf die vergangene Ära und auf die neue Ära. Hoffentlich nimmt mir das jetzt keiner übel, wenn ich das so sage. Aber das kann man ja machen. Das sind ja Ehren. Und die von den einzelnen Leuten da so geprägt sind. Einmal so geprägt, einmal so geprägt. Und einer ist zu Ende und eine neue hat begonnen. Wollen wir mal sehen. Das ist ja hier, aber ist das hier neue Konstruktion, was die gemacht haben? So was aber auch. Naja, das ist jetzt wahrscheinlich ein russischer Sekt. Als der Sekt noch aus Artjomovsk kam. Artjomovsk, das ist die Stadt, da hat das deutsche Fernsehen immer von gesagt, Bachmut. Also Bachmut ist, obwohl ich habe mich da auch erst belehren lassen müssen. Ich habe da mich orientiert, wie üblich, auch in Russland, nach der Meinung der Menschen auf der Straße. Und die haben mir gesagt, das hat nie Bachmut geheißen. Nun ist das natürlich voll rausgepaukt, oder? Bis dann auf einmal hieß, nein, Bachmut hieß es während der Zarenzeit. So, jetzt muss ich mich mal hier ein bisschen konzentrieren. Und dann hieß es Artjomovsk. Das ist eine wahre Freude, wie der hier rauskommt. Oder? Ist allerdings nicht besonders gekühlt. Ich denke, er wird trotzdem schmecken. Ist einigermaßen, ja, aber, oder? Ja, sieht gut aus. Dankeschön. So. Hier richtig hinstellen und so, dass man das nicht sieht. Das räume ich immer unter den Tisch. Ja, oder legst da rein hier und so. Ja. So, liebe Magdeburger, Päusterchen. Alex, Päusterchen. Zum Wohl. Das erste Mal mit Sekt wollen wir mal deine Truppe begrüßen. Und dann wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Auch die Farben hier hinter uns. Also ich bin ausnahmsweise damit einverstanden,
dass die Farben bleiben, aus dem ganz einfachen Grunde, wenn man unser heutiges Gespräch bzw. den Inhalt des Gespräches nicht beachtet, geht es auf diese Farben. So sieht das aus. Und das sollte doch wohl nicht der Fall sein. Sehr zum Wohl. Na, trink nicht gleich alles aus, wenn das was schmeckt. Also es ist schon eine besondere Sorte, dieser Sekt hier. Ja, schmeckt auch schon recht bekömmlich. Ja, gibt es gar nichts. Und Alex, ich hatte dich eingeladen von der Montagsdemonstration. Und ich weiß nicht, ob du das da so im Einzelnen mitbekommen hast, wahrscheinlich wohl. Denn die Montagsdemonstration war sehr, sehr oft von einer großen Menschenmenge gewesen. Und wenn die, das ist jetzt nicht übertrieben, wenn ich das sage, wenn die anschließend zum Hasselbachplatz marschierten oder dann zurück Otto von Guericke Straße, war die Straße voll gewesen. Das ist richtig, ja. Und eine ganze Weile aber auch. Ja, ne? Ja. Ganz eindeutig. Ne? Mit mehreren tausend Teilnehmern. Ja, mit den Fahnen. Teilweise auch die russische Fahne dabei. Mhm. Und ich muss mir mal meinen Zettel hier vornehmen. Wir haben uns nämlich vorneweg abgesprochen. Und weil ich immer so vergesslich bin, ihr seht ja das bei meinen anderen Videos, die, ich weiß gar nicht, ob die auf dem OK laufen. Also auf alle Fälle laufen sie in YouTube. Also das ist das russische YouTube. Und sie laufen bei YouTube. Ne? Und zwar habe ich da auch hier diese Sekttrinkerei und so, und dann habe ich Worte vergessen. Einmal habe ich Auflösung vergessen. Andere Mal hatte ich etwas anderes vergessen. So. Und ich hatte schon mal vor Jahren probiert, entsprechend meiner Vorstellung, dass ich mit allen Parteien, Organisationen hier in Magdeburg spreche. Ich habe zu unter anderem auch mit den Zeugen gesprochen. Und da ist eine ganz entscheidende Frage gewesen. Und die hat sich sehr, sehr bitter in Hamburg gerecht. Also man sollte sich das ruhig nochmal angucken, wie die Frage, die Bibel ist schon 2000 Jahre alt. Wie wollt ihr heute unter den veränderten Bedingungen nach der Bibel leben? Was da für eine Antwort gekommen war. Und sehr bitter und böse war das in Hamburg gewesen. Also gibt es gar nichts. Und zu unseren Dings weiter. Ich hatte dann versucht, mit dem André Poggenburg. Und zu der Zeit war es ja nun hier im OK und AfD, also absolut nicht. Im Gegenteil, ein Mitarbeiter des offenen Kanals hat sich bei der AfD dort sehen lassen und so nach dem Motto, der AfD braucht nicht hier reinzukommen. Zwei Jahre später war dann im Brief, die Wahlkandidaten von der AfD wurden eingeladen und die AfD hat gedankt. Ne? Also, danke, da wollen wir nicht hin. Verständlich. Ne? Das ist verständlich. So, und ich hatte es auch versucht, als letztes den, also hier nochmal zum André Poggenburg, sein Spitzname war der Löwe von Sachsen-Anhalt, habe ich noch ein Gespräch gemacht in den Räumen der AfD. Das ist zu sehen auf meinem Kanal. Den Oliver Kirchner wollte ich hierher haben und da war das schon alles ein bisschen gemäßigter und ein bisschen verständlicher. Da wurde mir gesagt, ja, er kann hierher kommen, ich dürfte aber das Logo des OKs nicht nehmen, also ich dürfte nur hier das Studio nehmen. Ne? Na, das ist aber aus irgendwelchen Gründen ist das nicht geworden. Entweder haben wir uns nicht verstanden oder wir sollten uns nicht verstehen, das ist ja auch drin. Und soweit an für sich zu dem Vorspiel. Und heute habe ich mir von der Montagsdemonstration
in Alex Jüdicke eingeladen. Alex, danke, dass du gekommen bist. Ja. Wir sind Magdeburg, hast du auch extra angezogen. Das möchte wohl auch sein, dass man das richtig sieht. Und man sieht dann auch im Hintergrund, blau-gelb, passt absolut nicht zu Magdeburg. Ne? Also das ist, was haben die Fußballer hier immer in Magdeburg? Blau-weiß, ja? Blau-weiß, genau. Ja, stimmt ja, blau-weiß, blau-weiß. Und wir haben uns geeinigt, einen für sich sollte man das nicht sagen, aber wir haben uns geeinigt und vorneweg abgesprochen, dass wir uns, dass wir die Grundlage unseres Gesprächs machen, die Schützung, den Schutz der Umwelt und da besonders die CO2-Freisetzung durch Produktion und dergleichen anderen Möglichkeiten, die es da gibt. Und das ist gar nicht mal so wenig. Und ein Teil, der wird in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht behandelt. Im Gegenteil, sogar noch von oben runter. Ein US-Träger hat gekostet 12 Milliarden Dollar. Stelle sich mal vor, 12 Milliarden Dollar. Also ehrlich, für mich wäre das kein Begriff. Ne? Gibt es gar nichts. So, Alex, und wie ist denn da nun die Meinung eurer Truppe dazu, zur CO2-Aussetzung, überhaupt zu den Maßnahmen der Bundesregierung? Denn da gibt es ja ein Abkommen von Kyoto, dass die Erwärmung der Erdatmosphäre auf 2 Grad wohl begrenzt oder so, oder soll eingehalten werden. Ne? Wie ist denn da eure Meinung in der Montagsdemonstration? Ja, also vielleicht sage ich erstmal vorweg überhaupt was zu unserer Veranstaltung. Richtig, richtig. Dass der Zuschauer auch so ein bisschen Einblick bekommt, was wir machen. Also wir von Wir sind Magdeburg veranstalten regelmäßig montags um 18 Uhr eine Kundgebung mit anschließendem Aufzug durch die Innenstadt. Unsere Gruppe ist politisch sehr heterogen aufgestellt. Wir haben aus allen unterschiedlichen Fraktionen Teilnehmer. Es gibt bei uns rechte, bürgerliche, linke Teilnehmer. Also wir ordnen uns nicht einem politischen Spektrum explizit zu. Wir sind auch parteienunabhängig. Also unsere Veranstaltung wird ausschließlich von Bürgern veranstaltet. Und was unsere Veranstaltung auszeichnet, ist, dass wir also in der ersten Stunde eine stationäre Kundgebung auf dem alten Markt machen, mit einem offenen Mikrofon, wo dann auch also wirklich jeder frei sprechen kann, wenn er das möchte. Und im Anschluss daran machen wir unseren Spaziergang durch die Innenstadt. Ich würde sagen, wir haben keine einheitliche Meinung. Ich kann hier nur meine Meinung darstellen, weil wir, wie gesagt, sehr politisch heterogen sind. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir uns gegen jede Form von Waffenlieferung aussprechen. Wir halten das für einen grundsätzlich falschen Weg der Bundesregierung, dass sie sich also hier ohne Not in den Konflikt mit hineinziehen lässt, indem sie Waffen liefert. Sag mal konkret zu wem. Denn die Bundesrepublik liefert Waffen an. Und jetzt? Richtig. Also wir reden hier natürlich von den Waffenlieferungen an die Ukraine. Im speziellen Fall, beziehungsweise es geht uns natürlich vor allem um Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Waffenlieferungen in Kriegsgebiete sind ein sehr großes Problem, weil sie die Konflikte noch weiter verschärfen. Laut NATO-Vertrag? Ja, und weil sie auch die Beendigung des Konflikts mit diplomatischen Mitteln verhindert und den Konflikt so in die Länge zieht. Deshalb halten wir also die Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete generell für einen Fehler. Was das Thema Umweltverschmutzung oder CO2-Belastung durch Waffenlieferungen angeht, ist es halt im Moment
leider so, dass weder die Bundesregierung noch die Rüstungskonzerne ein ernsthaftes Interesse daran haben, die tatsächlich entstehenden Emissionen überhaupt zu bilanzieren. Also es gab im Jahr 2019 hierzu eine kleine Anfrage der Partei Die Linke. Die hat die Bundesregierung aber also im Grunde genommen nicht beantwortet. Man hat hier nur lapidar darauf verwiesen, dass es keine konkreten Zahlen zum CO2-Ausstoß in der Rüstungsindustrie gäbe. Also da wäre es zum Beispiel nicht möglich, die CO2-Freisetzung nachzuweisen für den Bau eines einzigen Panzers. Richtig, genau. Also ich habe versucht, mich darüber zu informieren, aber es gibt hierzu keine Informationen. Die Rüstungskonzerne bilanzieren die einzelnen Produkte nicht von den CO2-Emissionen her, im Gegensatz zu praktisch allen anderen Industriebereichen, die das ja mittlerweile standardmäßig machen, damit man halt überhaupt bilanzieren kann, was entsteht da an Emissionen. Das ist hier nicht der Fall. Aber die Bundesregierung fragt auch nicht nach. Das ist die andere Seite. Also die Bundesregierung hat kein aktives Interesse daran zu erfassen, wie viele Emissionen im gesamten Rüstungsbereich überhaupt entstehen. Und dementsprechend kann man hier auch keine konkrete Zahl nennen. Es ist allerdings, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, relativ offenkundig, dass es hier um erhebliche Emissionen geht. Wahrscheinlich auch der Grund, warum hier nicht genauer nachgefragt wird. Ich kann mir vorstellen, bei so einem Panzer die ganzen Stahlplatten, ja. Da geht doch unwahrscheinlich Koks drauf, um erstmal den Stahl zu schmelzen, also, um das ganze Erz ranzuholen. Das muss ja auch erst aufbereitet werden. Genau, also wir ein Leopard 2 A6 wiegt 62 Tonnen. Dementsprechend muss das Material für diese 62 Tonnen natürlich auch hergestellt werden. Ich bin leider kein Experte in dem Bereich, aber man kann sich schon vorstellen, dass wenn ich hier also tonnenweise Material herstelle, vor allem also schwere Produkte wie Stahl, dann entstehen natürlich Motorenbau, auch erhebliche Motorenbau, da wollen wir da bloß die größten nehmen und so, ja. Die vielen kleinen Aggregate, die in den Panzern noch drin sind, ja. Aber auch CO2-Freisetzen und so, ja. Wollen wir gar nicht mehr nehmen. Also eben nur das, was man sieht an so einem Panzer. Ja. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass da dann noch die Munition, die verschossen wird, hinzukommt. Also die ist da auch überhaupt gar nicht irgendwie mit eingerechnet. Die steht noch völlig außen vor. Und der Munitionsverbrauch der mechanisierten Infanterie ist ja auch extrem hoch. Also gibt es denn eigentlich Werte? Ja, das müsste man eigentlich bei der Bundeswehr erfahren, wenn die so einen Panzer vorstellen. Was der so pro Laufleistung, 100 Kilometer, was der da so schluckt an Diesel, noch nicht mal Öl gefragt, nur an Diesel und so. Ja. Denn das ist ja schon eine ganze Menge, das muss gefördert werden. Ja. Also da gibt es tatsächlich Zahlen zu, der Leopard 2 in der schwereren Variante, die 62-Tonnen-Variante, verbraucht auf 100 Kilometer 530 Liter Diesel. Was? Auf einen Kilometer 5 Liter. Ja, also wir reden hier wirklich also von... Also der Tiger hat auf einen Kilometer 22 genommen. Das ist jetzt aber auch schon wieder 70, 80 Jahre her. Ne? Das, der Verbrauch ist tatsächlich noch enorm. Also der Leopard 2 schlägt mit 530 Liter pro 100 Kilometer Diesel zu Buche. Bei modernen Kampfjets, da reden wir hier sogar von Verbrauchen, zwischen 2.000 und 6.000 Liter pro Stunde. Pro Stunde Kerosinverbrauch. Und also der durchschnittliche Ölverbrauch pro Soldat pro Tag liegt derzeit bei ca. 60 Liter. Also wir reden hier schon von einem enormen Ressourcenverbrauch, den man zur Aufrechterhaltung der Kriegsmaschinerie überhaupt investieren muss. Zur Tötung von Menschen, sagen wir es mal richtig, eindeutig. Richtig, genau. Ne? Denn so ein Panzer wird ja nicht produziert, um schön geputzt zu werden oder so. Ja. Also wenn ich jetzt mal ablenken darf, liebe Magdeburger, ich würde euch auf alle Fälle mal empfehlen, in das Panzermuseum in Munster zu fahren. Das ist wirklich ganz hervorragend. Das Einzige, was ich dabei bemängeln würde,
Das wäre, dass man den T34 nicht richtig dargestellt hat. Denn sein Anteil an der Niederringung der Truppen des deutschen Imperialismus wird verwässert, indem man ein Fahrrad unter den T34 geschoben hat und daran erinnert an den sogenannten Volksaufstand 1953, an deren Niederschlagung ja der T34 mit teilgenommen hat. Es sind also zwei Seiten, die der T34 hat. Und dazu kommt natürlich, wie das der Alex richtig gesagt hat, auch die CO2-Belastung, auch wenn das schon 60 Jahre her ist. Ne? Denn der wurde ja auch produziert. Ja. Ne? Guckt euch das mal an. So, Alex, entschuldige, wenn ich das mal gesagt habe, aber das ist wirklich ganz prima zurechtgemacht, das Panzermuseum in Münster und so. Und vor allen Dingen die verschiedensten Sonnenpanzer, ne? Ami-Panzer und unter anderem auch die Panzerhaubitze 2000, die an die Ukraine geliefert werden soll. Ne? Mhm. Von Holland, glaube ich, 6 und von der Bundesrepublik 7. Oder umgekehrt, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Und meine Sache ist bloß, dass diese schweren Dinger nicht in Pripyat-Sümpfen da versinken. Denn da sind noch einige Panzer drin, die da nun schon über Jahrzehnte schmoren da unten. Die holt auch keiner raus. Oder es finden sich höchstens mal so Jugendliche, ne, die sich da so einen Jux machen. Da liegt noch ein Panzer, mal sehen, ob wir den rauskriegen und sowas machen und so. Ansonsten, naja, gut, Alex, mache du bitte mal weiter mit deinem Verbrauch da an Öl und Benzin. Beim Soldaten warst du bei 60. Genau, der Durchschnitt, also für den durchschnittlichen Soldat wird heutzutage in allen Armeen weltweit, nicht nur in der deutschen Armee, 60 Liter pro Tag Öl aufgewandt. Im Übrigen der größte Ölverbraucher weltweit derzeit ist das Pentagon. Das Pentagon verbraucht auch von dem, was die Regierung, die US-Regierung insgesamt an Öl verbraucht, 80%. Also 4/5 des US-Regierungsbedarfs an Öl geht zum Verteidigungsministerium. Ja. Man kann also dementsprechend schon ableiten, dass die Rüstungsbranche oder die Wehrbranche mit einer der größten Ölverbraucher weltweit und Klimakiller ist. Genau. Klimakiller, durch den hohen Ölverbrauch, ja. Der einer der größten Klimakiller ist. Ja. Und da wäre das besser, da zurückzuschalten? Ja, also es ist im Moment leider so, dass die Aussichten darauf, dass die Rüstungsbranche weniger abhängig ist von fossilen Brennstoffen, nicht wirklich gegeben ist. Es gibt zwar zaghafte Ansätze, das also umweltfreundlicher zu gestalten, aber tatsächlich sind die Armeen dieser Welt mehr denn je auf fossile Brennstoffe heute angewiesen. Ja, um die Naturressourcen umzubauen auf die Schütze, auf Panzer. Wir haben uns hier, liebe Magdeburg, ja nur auf Panzer erstmal orientiert. Ein Panzer kennt jeder. Und da kann man sich auch vorstellen, wie viel Naturressourcen da verbraucht werden, um die ganzen Stahlplatten herzustellen. Eine solche Panzerkette, 2 Tonnen. Eine. Also es muss Naturressourcen gebraucht werden, um 4 Tonnen herzustellen, damit so ein Panzer überhaupt 2 Ketten bekommt. Ja, ja. Die Ressourcen müssen natürlich vorher alle gefördert werden, transportiert werden, verarbeitet werden. CO2-Ausstoß. In der ganzen Kette entsteht noch mehr CO2. Dieses CO2 wird aber auch gar nicht dem Rüstungssektor zubilanziert, sondern das findet sich ja in anderen Bereichen wieder, zum Beispiel in der Stahlverarbeitung, in der Motorenherstellung etc. Also der kumulierte CO2-Verbrauch der Rüstungsindustrie ist tatsächlich nochmal deutlich höher als das, was hier direkt bilanziert wird. Die Bundeswehr hatte
für 2017 war das, glaube ich, ihren Kraftstoffverbrauch und den daraus resultierenden, also CO2-Verbrauch mal bilanziert, und der war bei ca. 1,7 Millionen Tonnen pro Jahr. Also schon erheblich. Das ist eine ganz schöne Ecke. Ja. Ne? Und vor allen Dingen, ich möchte das nochmal betonen, dieser Verbrauch von Naturressourcen nur zur Vernichtung von Menschen. Denn woanders oder zu einem anderen, eine andere Aufgabe wird ein Panzer nicht gebaut. Ja. Nur zur Vernichtung von Menschen. Das muss man sich mal überlegen. Und vielleicht noch ein paar Worte. Du hast die garantiert schon benutzt an deinem offenen Telefon, an deinem offenen Mikrofon. Das Sondervermögen vom Jugendfreund Scholz, erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, von 100 Milliarden Euro. Und liebe Machtbrüder, ich würde es ganz eindeutig sagen, also ich betrachte mich nicht so weit hochqualifiziert, dass ich in der Größenordnung 100 Milliarden Euro denken könnte. Ehrlich. Das ist schwer vorzustellen, was das also da fehlen einem die Referenzwerte für, ja, das ist schwer vorzustellen. Also wenn man mir zum Beispiel sagen würde, 100 Milliarden Euro wären so und so viel Panzer, nee, da könnte man sich was vorstellen. Mhm. Oder wenn wir da auf den US-Träger zurückgehen, 12 Milliarden Euro, naja, 8 solche Träger. Das muss man sich mal vorstellen. Aber was den Rüstungsverteidigungshaushalt angeht, muss man ja auch dazu noch erwähnen, dass der Rüstungshaushalt sich nicht nur in diesen 100 Milliarden Sondervermögen erschöpft, sondern tatsächlich gibt es, das ist ja nur ein Zusatzbetrag, der jetzt zu Beginn des Ukraine-Kriegs also zusätzlich zur Verfügung gestellt wurde. Tatsächlich liegt das Verteidigungsbudget bei etwas unterhalb von 40 Milliarden Euro pro Jahr. Also wir haben die 40 Milliarden Euro pro Jahr und dann noch die 100 Milliarden, die oben drauf kommen. Ja. Wir haben also nicht nur die 100 Milliarden, die hier ausgegeben werden, sondern erheblich mehr tatsächlich. Also jetzt darf mir keiner kommen, von wegen, es gibt ja keine Zuschläge für Kindergärten oder so. Also, liebe Leute. Wo die zu holen sind, ist klar, oder? Ja? So, noch einmal, da werden wir hier wollen wir ein bisschen bei dem Thema bleiben. Es gibt dort wirklich eine ganze Menge zu erzählen. CO2-Aussetzung bei Freisetzung bei Umwandlung von Naturressourcen. Und ich möchte immer wieder sagen, es ist kein anderer Grund, nur zur Vernichtung von Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Auch wenn ich das hier schon dreimal gesagt habe, sonst hört man das nirgends. Ne? So, Alex, was gibt es denn da noch so Schönes? Wir haben uns da jetzt doch mal ein bisschen tiefgründiger mit beschäftigt. Was gibt es denn da noch so Schönes, was du an deinem offenen Mikrofon dort erzählst montags? Also unsere Themen sind sehr unterschiedlich. Ich würde mich da jetzt gar nicht festlegen wollen und sagen, wir haben nur dieses oder jenes Thema, weil ja jeder, der möchte, auch seinen Beitrag machen kann. So haben wir ein buntes Sammelsurium verschiedenster Themen. Ich konzentriere mich meistens auf wirtschaftliche Themen eher. Beziehungsweise die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, die sich auch sehr, sehr negativ darstellt derzeit. Also wir befinden uns mittlerweile in einer Rezession. Die Kaufkraft der Bürger sinkt das vierte Jahr in Folge. Dementsprechend ist halt eben auch die Wohlstandsentwicklung in Deutschland leider im Moment negativ, und diese Entwicklung wird sich auch weiter fortsetzen. Also zuletzt hat die chemische Industrie auch wieder Zahlen veröffentlicht, und die sahen sehr, sehr schlecht aus. Also wir reden hier von Produktionsrückgängen zwischen 10% und 30% insgesamt in Deutschland. Ja. Dementsprechend schlecht sehen natürlich auch die Bilanzen der entsprechenden Konzerne aus. Also wir haben es hier überall auf breiter Fläche mit Gewinneinbrüchen zu tun.
mit Arbeitsplatzabbau auch ein ganz großes Problem. Und meiner Meinung nach liegt der Hauptgrund für diese Entwicklung in der verfehlten Energiepolitik der Jahre zuvor. Also wir haben das Problem, dass der Strompreis hier in Deutschland viel zu teuer ist, nicht nur für die Verbraucher, sondern halt eben auch für die Industrie. Und die Industrie kann unter diesen Preisen nicht mehr auf dem Weltmarkt konkurrieren und ist deshalb praktisch gezwungen, die Produktion ins Ausland zu verlagern oder einzustellen, je nachdem. Das ist so die derzeitige Entwicklung, die wir hier in Deutschland sehen. Und leider scheint die Bundesregierung auch keine ernsthaften Versuche zu unternehmen, diese Entwicklung zu bremsen. Stattdessen wird ja sogar noch der CO2-Preis verteuert. Also vor kurzem hat die Bundesregierung jetzt das Gebäudeenergiegesetz durchbringen wollen. Das wurde ja vom Bundesverfassungsgericht gestoppt, weil das Verfahren zu schnell lief. Deshalb ist das Gebäudeenergiegesetz jetzt vor der Sommerpause des Bundestags nicht mehr zustande gekommen. Als Folge dessen hat die Bundesregierung dann angekündigt, dass sie den CO2-Preis um ca. 50% nochmal steigern möchte, damit also Gasthermen zur Beheizung der Wohnungen und Häuser halt eben bedeutend unattraktiver werden. Zur gleichen Zeit kündigt aber die Bundesregierung auch an, dass sie 50 neue Gaskraftwerke bauen will. Also hier passen viele Dinge einfach nicht zusammen. Aber an der Rüstung wird nichts beschränkt. An der Rüstung wird nicht gespart. Im Gegenteil, die Rüstung, da wird noch mehr Geld rein investiert. Wir haben ja von den 40 Milliarden gesprochen. Auch weiter Erderwärmung. Genau. Und die 100 Milliarden, aber dazu kommen ja zum Beispiel auch noch Waffenlieferungen an die Ukraine nicht enthalten. Also das kommt alles noch oben drauf. Wir haben auf der einen Seite eine rigide Sparpolitik hinsichtlich der CO2-Verschmutzung und auf der anderen Seite ein großzügiges Wegschauen der entsprechenden Stellen, wenn es um Rüstung geht. Auf alle Fälle danke erstmal für deine Worte. Und ich möchte nochmal sagen, wer hier bei diesen Problemen, die wir aufgezeigt haben, nicht aufpasst, landet dort bei diesen Farben. Und darauf, liebe Magdeburger, soll es doch nun wirklich nicht angelegt sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Alex, danke fürs Kommen. Gerne. Den letzten Tropfen. Sehr zum Wohl. Tja, das wär's doch.